Hallöchen. So, ich mache erstmal Lärm im Hintergrund, weil ich das Mikrofon zu früh eingeschaltet habe. Aber hallo alle miteinander. Schön, dass ihr mir wieder zuschaut. Ich wechsle mal kurz die Szene. So. Gut. Dann spielen wir jetzt weiter. Wir haben beim letzten Mal die Barockstadt verlassen und sind im nächsten Bahnhof eingefahren. Dann schauen wir mal, wie es weitergeht. So, Spielladen. Ja. So. Genau. Mehr brauche ich nicht. So. Dann gehen wir mal raus. Diesmal kein Oscar. Hat uns bis jetzt immer begrüßt, wenn wir im Bahnhof waren. Gehen wir aus Tiri-Seite raus? Nein? Okay. Dann gehen wir auf die Seite raus. Was denn mit Oscar? Kate Walker! Kate Walker! Was ist los, Oscar? Warum hält der Zug schon wieder? Wo sind wir? Der Federmechanismus der Lokomotive ist erneut entspannt, Kate Walker. Wo wir sind, kann ich Ihnen allerdings auch nicht sagen. Also gut, dann müssen wir uns mal wieder auf die Suche nach einem Zugaufzieher begeben, mein lieber Oscar. Hoffentlich gibt es hier sowas. Die äußeren Bedingungen, die hier herrschen, erlauben es mir nicht, die Lokomotive zu verlassen. Ich möchte nicht das Risiko eingehen, dass meine Gelenke definitiv einrosten. Also wirklich, Oscar. Gut, wir gehen mal raus und bis wir gleich, gehen... Oscar. Ich bewege mich nicht von der Stelle, Kate Walker. Ich glaube, wir gehen erstmal ganz kurz in die Einstellung, weil irgendwas rauscht da gewaltig im Hintergrund. Option. Ich kann leider nicht so viel verändern hier. Ich stelle jetzt mal beides gleich laut. Kann ich hier noch was ändern? Nein. Okay. Ich hoffe, okay, es ist jetzt deutlich lauter wieder als meine einer. Okay. Wir gehen mal wieder zurück ins Spiel. Zurück ins Spiel. Okay. Es ist tatsächlich so, dass es im Spiel dieses Rauschen ist, habe ich nichts mehr zu tun. Also gut, wir schauen uns mal um in die Richtung oder in die Richtung. Wir gehen erstmal in diese Richtung. Tür ist zu. Haben wir hier noch was liegen oder sowas? Nein. Auch nicht. Ich kann nur in diese Richtung weiter. Dann gehen wir mal. Ich bin jetzt zumindest fast gleich laut mit dem Spiel, aber das kann sich im Zweifelsfall recht schnell ändern. Was ist das? Oh, eine neue Klangwalze. Und ein Bauplan. Okay. Okay. Gucken wir mal, was der mir sagen will. Und ich habe
einen Schlüssel gefunden oder was ist das? Weiß ich gerade nicht. Ah, ich habe den gefunden. Nee, eine Kurbel. Doch, du passt da wohl rein. Okay. Hilft mir das in irgendeiner Form weiter? Nicht wirklich, oder? Kann ich dich noch weiter vorfahren? Kann ich da jetzt irgendwas machen? Hier kann ich wohl nicht lang. Nicht? Okay, dann nicht. Dann gehen wir wieder zum Stand und fahren zurück. Kann ich hier was machen? Okay, ich komme hier rüber, aber was bringt mir das? Im Moment bringt es mir gar nichts. Ich kann da wohl reingucken, aber irgendwas fehlt mir hier noch. Okay. Dann gehen wir wieder zurück. Und wieder hoch. Und wieder zurück. Dann gehen wir wieder raus. Werden wir mit Sicherheit später nochmal brauchen. Dann gehen wir mal in die andere Richtung. Können wir mal ein bisschen schneller laufen? Was haben wir hier? Hier haben wir nichts. Dann gehen wir mal dahin. Zumindest kann ich da irgendwas bewegen. Ja. Ich muss mal ganz kurz bei mir die Türen zumachen. Eine Sekunde bitte.
So, da bin ich wieder. So, da können wir rein. Und ein Telefonat. Hallo? Hallo? Kate, ich bin Dan. Hörst du mich? Dan? Dan, bist du es? Der Empfang ist sehr schlecht. Dan? Ihr müsst reden. Was tun? Hm. Wegen dem letzten Gespräch. Dann ist fertig. Es rauscht total. Ich versuche, dich anzurufen, wenn ich aus der Mine raus bin. Was hast du? Eine Mine? Was für eine Mine? Wo bist du? Wir müssen unbedingt reden. Die Verbindung wird immer schlechter. Ich leg auf. Okay. Was ist das hier? Da fehlt was. Das Teil hier klemmt. Das klemmt nicht, da fehlt was. So gut, machen wir mal zu. Was willst du von mir? Trinken hast du noch? Leckerlis hast du hier unten liegen? Beschäftige dich mal mit dir. So, wir gehen jetzt in diese Richtung. Da haben wir... Ja, das sieht aus wie ein Lüftungsschacht. Ja, hilft mir aber nicht weiter. Es ist zu dunkel. Weiterlaufen ist zu riskant. Okay. Das heißt, wir brauchen eine Lampe oder sowas? Das heißt, ich gehe jetzt erstmal wieder hoch. Hier habe ich nichts. Den kann ich noch nicht starten. Dann gehen wir erstmal wieder hoch. Okay, dann lass uns mal weiter gucken. Ob ich noch was finde. In die Richtung konnten wir nicht mehr laufen. Die Richtung kann ich auch nicht. Habe ich hier noch irgendwas? Nee, nicht wirklich. Ich kann da nur runter. Da ist nichts, was ich machen kann. Was hast du jetzt für ein Opfer, sag mal eben. Immer doch runter. Ab unter die Decke. Komm, hier auf deine Decke. Möchte ich da wieder hin und gut ist das. So, haben wir hier noch irgendwas? Nee. Gehen wir da noch mal wieder rein. Schwacher Akku. Dann lass uns da noch mal gucken. Haben wir hier noch irgendwas, was wir mitnehmen können? Also
Also wir können die Klangwalze vielleicht mal im Anhören. Lieber kleiner Bruder, wie bin ich froh nach all der Zeit, nach all diesen langen Kriegsjahren nun endlich wieder von dir zu hören. Du bist also jetzt bei den Sowjets gelandet, von denen man viel Beunruhigendes hört. Die schlechte Atmosphäre dieser scheußlichen Fabrik, die du beschreibst, gefällt mir gar nicht. Auch wenn dein Talent dort gebührend geschätzt wird und die Automaten, die du entwickelst, bei den mühevollsten Arbeiten nach und nach die Arbeiter ersetzen. Ich bin stolz darauf, dass die Vorarlberg-Automaten einen kleinen Beitrag zur Verbesserung der Lebensbedingungen dieser Menschen leisten. Hier in Valladolid bemühen wir uns, so gut es geht, die Schrecken des Krieges zu vergessen. Manche sind heimgekehrt, andere nicht. Doch das Leben geht weiter. Ich umarme dich, Anna. Gut, den legt sie auch ab. Dann sind hier die Klangwalzen aber auch voll. Okay. Kann ich hier noch was machen? Habe ich hier noch irgendwas, was ich mitnehmen kann? Nicht wirklich, oder? Ne. Okay. Dann ist jetzt die Frage, wo kriegen wir eine Lampe her? Oder den Zylinder, der uns fehlt? Oder irgendetwas anderes, was uns fehlt. Zu der Richtung konnte ich nicht runter. Nee. Die Richtung kann ich auch nicht, also bleibt nur der Weg. Kann ich da noch weiterlaufen? Was ist los, Oskar? Warum hält der Zug schon wieder? Wo sie sind wir? Sie hat schon. Der Federmechanismus der Lokomotive ist erneut entspannt, Kate Walker. Wo wir sind, kann ich Ihnen allerdings auch nicht sagen. Also gut, dann müssen wir uns mal wieder auf die Suche nach einem Zugaufzieher begeben, mein lieber Oskar. Hoffentlich gibt es hier sowas. Die äußeren Bedingungen, die hier herrschen, erlauben es mir nicht, die Lokomotive zu verlassen. Ich möchte nicht das Risiko eingehen, dass meine Gelenke definitiv einrosten. Also wirklich, Oskar. Was für eine düstere Atmosphäre. Ich frage mich, wie ich hier einen Zugaufzieher finden soll. Ich vertraue Ihnen da voll und ganz, Kate Walker. Sie sind eine mutige und intelligente Frau. Sie Heuchler. Bis gleich, Oskar. Ich bewege mich nicht von der Stelle, Kate Walker. Okay. Kann ich in die Richtung irgendwie weitergehen? Weil da waren wir ja schon. Er macht ja irgendwie nicht das, was er machen sollte, wenn ich das richtig sehe. Also, hier noch was machen? Sieht nicht so aus. Kann ich in diese Richtung weiter? Nein, kann ich nicht. Also gehen wir da nochmal hin. Wo habe ich was übersehen? Da drückt sie aber automatisch auf den Knopf. Hier ist... Das ist nicht nötig. Okay. Ist nicht nötig. Gut. Hier kann ich nichts machen. Da fehlt mir was. Kann ich hier noch irgendwo irgendwas gucken? Irgendwas muss ich übersehen haben.
sieht aus wie ein Lüftungsschacht. Gut, Lüftungsschacht hilft mir aber nicht. Da sieht aus wie ein Lüftungsschacht. Und da wollte sie nicht weitergehen, weil es so dunkel. Ja. Es ist zu dunkel. Weiterlaufen ist zu riskant. Da kann ich aber auch nirgends anders hin. Also müssen wir wieder raus. Und da liegt hier noch irgendetwas auf dem Fußboden. An der Wand. Nee. In die Richtung geht sie auch nicht, ne? Nee. Dann gucken wir ihn hier nochmal genauer. Aber da kriege ich nur die Diskussion von wegen Lüftungsschacht. Da ist auch nichts. Und hier fliegt auch nirgends was, oder? Nee, da dreht sie sich wieder um. Okay. Dann gehen wir doch wieder hoch. Dann muss ich doch irgendwo oben was übersehen haben. Ich weiß nur noch nicht was. Das ist nicht nötig. Nein, sollst du auch gar nicht. Wir wollten wieder hochfahren, bitte. Ja. Gut. Das ist jetzt nicht mehr nötig. Ja, ist klar, ist nicht mehr nötig. Hier noch irgendwo was? Keine Ahnung. Hier sieht alles nicht so aus. Also muss ich in die andere Richtung. Ich habe da irgendwas übersehen. Irgendwo habe ich was übersehen. Kann ich in die Richtung was machen? Ne, die Richtungsanzeigen sind ziemlich gleich. Kann ich hier nochmal zwischendurch? Sieht nicht so aus. Hier noch irgendwo was zu übersehen. Auch nicht weiter. Hier geht es auch nirgends weiter. Dann gehen wir noch mal wieder ein Stück zurück. Aber in die Richtung geht er auch nicht. Also gut. Dann gehen wir wieder hoch und durchsuchen das Bett zur Not noch mal. Hier vielleicht irgendwas übersehen. Sieht irgendwie nicht so aus.
Moment, stopp. Ich fahre nochmal weiter vor. Da ist doch dieser komische Schlüssel, den wir normalerweise zum Aufziehen nutzen. Ich habe gar nicht gesehen, dass ich den Knopf drücken kann. Ah, cool. Super, dann können wir fahren. Das war ja einfacher als erwartet. Wer kann denn sowas an? Ich muss noch ein Stück weiter zurück. Gut. Dann gehen wir wieder raus. Hallo? Sieh da. Was hat der geklaut? Hätte doch gerade irgendwas versteckt. Hat er uns unser Mammut weggenommen? Ach, schon wieder das Telefon. Ja? Hey, hörst du mich diesmal besser? Ja, ich höre dich sehr gut, Dan. Aber ich kann jetzt nicht mit dir reden. Ich habe es sehr eilig. Ich wollte mich entschuldigen. Ich war nicht sehr verständnisvoll das letzte Mal. Es tut mir leid und... In Ordnung. Lieb von dir, aber ich muss jetzt wirklich Schluss machen. Ich bin dir nicht mehr böse, aber ich muss unbedingt hinter jemandem her. Aber Kate, es ist wichtig. Ich rufe dich zurück. Tut mir leid. So, Oscar ist weg. Wo hat der sich wieder versteckt? Hier ist er auch nicht. Also Mammut ist noch da. Die ist auch noch da. Die Klangwalzen sind auch noch alle da. Das Werkvoll, das hat... Oscar, oh. Oscar, sagen Sie was. Was? Nehmen wir mal den Nebel ab. Fühlen Sie sich nicht wohl? Das alles ist nicht zu ertragen, nicht zu beschreiben, nicht zu glauben. Man hat mich angegriffen. Was soll das heißen, man hat Sie angegriffen? Meine Hände. Ich habe keine Hände mehr. Man hat sie mir geraubt. Oh mein Gott, Sie haben keine Hände mehr. Aber wer konnte so etwas tun? Was ist hier los? Eines ist sicher, Kate Walker. Diesen gemeinen Raub kann nur ein Unmensch verübt haben. Ein Individuum, das nicht den leisesten Hauch von Anstand besitzt. Haben Sie gesehen, wer Sie angegriffen hat? Was genau ist passiert? Nun ja, ich war hier und habe ein bisschen geputzt. Bei diesem Staub hier überall dachte ich mir, es könnte nicht schaden, wenn... Oscar. Ja. Ich war also sehr beschäftigt, als mich auf einmal zwei starke Arme von hinten griffen und mich fesselten. Ohne dass ich mich verteidigen konnte. Ich wollte nach ihnen rufen, aber mein Angreifer hat mich geknebelt, noch bevor ich einen Laut hervorbringen konnte. Dann hat er mit seinen fürchterlichen Zangen meine Hände abgebaut. Es war schrecklich. Das will ich Ihnen gerne glauben, Oscar. Haben Sie ihn gesehen? Ein Unmensch, kann ich Ihnen sagen. Blutunterlaufene Augen.
Ein stählernes Gebiss, eine braune, schuppige Haut und ein ekelerregender Geruch. Ein Ungeheuer, Kate Walker. Ein bewaffnetes Ungeheuer. Beruhigen Sie sich, Oscar. Es wird alles wieder gut. Okay, dann lass uns mal gucken. Also gut, ich mach mich jetzt auf. Geben Sie auf sich Acht, Oscar. Viel Glück, Kate Walker. Und vergessen Sie mich nicht. Gut, wir müssen jetzt seine Hände suchen. Da liegt was auf dem Fußboden, das können wir mit Sicherheit gebrauchen. Ein Seitenschneider oder sowas ähnliches. Eine Drahtschere. Metallschneider. Okay. Wir hatten ja vorhin dieses komische Dings da, was wir nicht aufgekriegt haben. Dann gehen wir doch mal weiter. Dann lass ich mal gucken, ob der die Tür aufgelassen hat. Nein. Ja doch, ich muss sie erst in diese Richtung. Stopp. Komm weiter. Ja, ich vergesse mal, dass die Perspektive ein bisschen komisch ist. Wollt dahin. Doch, kann ich rein? Nein, kann ich nicht. Die Tür ist verriegelt. Okay. Ich werde wohl einen anderen Weg finden müssen. Dann weiß ich schon, wo lang. Dann nutzen wir den Weg hier oben rum. Ich denke, wir können das jetzt aufschneiden. Sorry, ich muss das mal ein bisschen umstellen. Entschuldigung. So, dann gehen wir hier wieder hoch. Na komm schon. Dann geht's einmal nach vorne. Dann können wir hier mal raus. Und einmal rüber. So. Dann verwenden wir den Drahtschneider. Weil da hatten wir vorhin nicht schon das Problem. Genau. Ich stelle mir das zwar ausgesprochen schwer vor, mit so einem kleinen Drahtschneider das Ding aufzumachen, aber wenn das geht. So. So groß sah der ja gar nicht aus. Ah. Dann gehen wir da mal rein. So, schauen wir uns einmal um hier. Was haben wir hier alles Interessantes? Kann ich hier irgendwas mitnehmen? Ja, habe ich was. Noch was? Irgendwas mit Explosionen? Irgendwas Drahtiges? Können wir hier einmal hin? Okay. Gut, einmal zurück. Dann lass uns da mal gucken. Okay. Einmal zurück. Irgendwo. Ach, da ist eine Tür. Hier kann ich wohl nicht lang. Okay, die ist zu. Gut. Da habe ich auch nichts. Und da bin ich wieder beim Fenster.
Aber wir haben so eine komische Spule bekommen. Vielleicht hilft die uns unten in der Mine weiter. Da fehlt ja noch was. Dann gehen wir wieder rüber. Geh mal wieder hoch. Und wieder zurück. Gut. Und wieder raus. Hallo? Da geht's weiter. Dann gucken wir unten in der Mine. Das ist jetzt nicht mehr nötig. Achso, Entschuldigung. Ja, wir wollen da rein. Hin und wieder ist das Spiel noch ein bisschen sehr laut, aber... Da ich mich ungefähr eingepegelt habe, hoffe ich, dass man zwischendurch auch einfach die Gesamtlautstärke ein bisschen leiser machen kann, wenn es einem zu laut wird. Das funktioniert nicht. Da fehlt wohl ein Teil. Ja, tut's. Und zwar, ich denke, dass du da fehlst. So, hepp. Und es werde Licht. Gut. Dann geht's jetzt weiter. Ja. Jetzt haben wir genug Licht. Achso, dann läufst du zurück. Nee, sollst du gar nicht. Komm mal mit mir hier. Ich dachte, wir können uns das hier anschauen. Können wir in die Richtung? Nein, können wir nicht. Können wir in die Richtung? Nein, können wir auch nicht. Wir können nur in diese Richtung. Okay. Hier ist auch nichts mitnehmen oder sonstiges. Gut, das ist der nächste Aufzug. Okay. Ah, jetzt sind wir oben. Die Tür ist verriegelt. Okay. Dann gehen wir da lang. Okay. Gehen wir da hoch. Da ist die Tür. Ja, Oskars Hände. Können wir die gleich abschrauben? Nein? Ist. Ach, die sind gesondert befestigt. Schade. Ist. Kann ich auch nicht verarbeiten? Nee. Okay, dann bin ich hier fertig. Geht's nicht, dann geht's wieder runter. Dann können wir hier noch lang.
glaube ich. Ah, hier geht's noch lang. Ja. Die Tür ist zu. Da kann ich weiter. Wo läuft sie denn jetzt lang? Hallo? Ach so. Okay. Muss ich jetzt nicht verstehen. Ich bin schon. Da kann ich weiter. Okay, da brauche ich einen Schraubendreher für. Gut. Schraubendreher habe ich noch. Gut. Ist was nicht? Diese Einschienenbahn wird anscheinend durch Fernsteuerung betrieben. Okay, dann schauen wir uns hier mal an. Ah, da sitzt ja jemand. Hey Sie, wer sind Sie? Achtung, ich warne Sie. Sie machen mir keine Angst. Was wollen Sie von uns? Warum haben Sie das getan? Da muss ein Missverständnis vorliegen. Ach, für Sie ist ein Diebstahl also ein simples Missverständnis. Geben Sie mir meine Hände zurück. Ihre Hände? Nur mal nicht so schnell. Ich bin kein Dieb. Außerdem, ich kann das alles erklären. Sie dringen ohne Erlaubnis in meinen Zug ein. Sie greifen meinen Automaten an. Sie verstümmeln ihn, indem Sie ihm seine Hände rauben. Das kein Diebstahl ist? Ich habe die Hände nicht gestohlen, nur ausgeliehen. Sie wollen sich wohl über mich lustig machen? Das würde ich mir nie erlauben, Fräulein. Darf ich wissen, warum Sie die Hände meines Pilotautomaten Oscar gestohlen haben? Sie sind ganz außerordentlich. Ein mechanisches Wunder. Nie hätte ich selbst solche Hände entwickeln können. Ein Meisterstück. Und welche Präzision in der Ausführung. Diabolisch. Diabolisch. Und nur weil sie ihnen so gefallen, haben sie sich überlegt, sie zu stehlen. Auszuleihen, Fräulein. Kurzfristig auszuleihen. Natürlich bekommen sie sie zurück, sobald ich sie nicht mehr benötige. Wie bitte? Diese Hände sind das Einzige, was meiner Anlage noch fehlte. Das letzte Element für den Pianistautomaten. Jetzt wird mein Traum vielleicht in Erfüllung gehen. Ich habe diese alte, stillgelegte Fabrik zur wunderbarsten Konzerthalle aller Zeiten gemacht. Wie Sie sehen, habe ich die Schornsteine der Hochöfen in eine gigantische Orgel von unglaublicher Kraft verwandelt. Das alles, um die größte aller Sängerinnen musikalisch zu begleiten. Jetzt fehlt mir noch Sie. Entschuldigung, ich kann Ihrer komplizierten Geschichte nicht folgen. Wie dem auch sei, ohne die Hände meines Pilotautomaten sitze ich hier fest. Ich habe das alles nur für diese Frau erfunden und gebaut. Verstehen Sie? Um Sie noch einmal hier in meiner Fabrik singen zu hören. Diese Frau? Von wem sprechen Sie? Von Helena Romanski. Die einzigartige, wunderbare Helena Romanski. Eine Stimme so rein, so kristallklar. Ein Engel. Sie hat einmal hier gesungen, als Komkolsgard noch ein blühender Industriekomplex war. Es war ein magischer, irrealer Moment. Lange, sehr lange Zeit später war sie es vielleicht, die mir das Leben rettete, indem sie ihm einen Sinn gab. Als man mir verkündete, dass das Programm zum Abbau der Mine eingestellt würde,
dass ich, der Direktor, nutzlos geworden und zum Wärter eines verrosteten Zeugen einer vergangenen Epoche degradiert war. Wie sollte ich diese Untätigkeit ertragen? Da erwacht in meinem Geist ein grandioses Projekt. Helena Romanski sollte erneut in dieser Fabrik singen. Und dieses Mal nur für mich. Für mich ganz allein. Mhm. Und diese Dame ist damit einverstanden? Wenn sie erfahren wird, was ich zu ihrem Empfang realisiert habe. Wie ich zunächst dieses monströse Geflecht aus Rohren umgearbeitet habe, um es in die mächtigste Orgel zu verwandeln, die je gebaut wurde. Aber dort, wo einst das eingeschmolzene Metall floss, ist heute nur noch Luftdruck für die Musik. Und dann musste ich noch einen Pianist-Automaten entwickeln. Doch die Herstellung der Hände war sehr kompliziert. Und ich hatte die Hoffnung schon fast aufgegeben, als Sie kamen. Was für ein Glück, nicht wahr? Wirklich ein glücklicher Zufall. Für Sie. Nun gut. Und wann kommt diese Frau Romanski, damit ich endlich meine Hände wiederbekomme? Ich weiß nicht. Man müsste sie vielleicht informieren und holen. Könnten Sie das nicht tun? Je schneller Sie sie hierher bringen, umso schneller werden Sie Ihre Geschäftsreise fortsetzen können. Ja, das scheint mir eine sehr gute Idee. Können Sie mir versprechen, dass Sie mir wirklich, nachdem Ihre Helena gesungen hat, die Hände meines Automaten zurückgeben? Ich verspreche es Ihnen. Sie haben mein Ehrenwort. Mir bleibt wohl nichts anderes übrig, als Ihnen zu glauben. Und wo finde ich diese Dame? Das kann ich Ihnen auch nicht sagen. Aber für eine Frau von Welt wie Sie dürfte es doch kein Problem sein, sie zu finden. Helena Romanski war eine internationale Berühmtheit. Ich habe eine Menge Dinge über sie gesammelt. In einem Zimmer, das ich ihr gewidmet habe. Ein kleines persönliches Museum, wenn Sie so wollen. Sie sollten es sich mal ansehen. Hat außer mir noch jemand das Gefühl, dass... Diese Geschichte ist völlig absurd. Genau. Dass das ziemlich absurd klingt. Entschuldigen Sie bitte, aber ich muss jetzt gehen. Tun Sie das nur. Also ganz gesund im Kopf scheint er nicht zu sein. Schauen wir uns das mal an. Okay. Okay. Frage Nummer 1, wo hat er die Kleider her? Na, da ist was. Und es ist Lesezeit. Einen Moment, ganz kurz. Die kristallklare Stimme der blutjungen Helena Romanski ergreift das Publikum, Laien sowie Fachleute, das sich anlässlich dieses 9. Brüsseler Festivals der goldenen Stimmgabel zusammengefunden hat. Die russische Sopranistin ist eine absolute Neuentdeckung. Ausgesprochen begabt scheint Helena mit nicht mal 20 Jahren eine großartige Karriere vor sich zu haben.
Okay, das ist eine Schallplatte. Die schönsten Lieder der Helena Romanski auf dieser goldenen Schallplatte gesammelt und weltweit bereits mehrere Millionen Mal verkauft. Die Genosse Helena Romanski singt für das Volk. Die Reihe der Liederabende mit Klavierbegleitung setzt sich in den Fabriken unserer großen Republik fort. Nach Kiew macht die gefeierte Sängerin Station in Komkolskrad. Strahlend posiert Helena zusammen mit dem Chef der Fabrik, dem Genossen Borodin und einigen ihrer Anhänger. Ein unglaublicher, unumstrittener Erfolg in ganz Europa. Unsere nationale Berühmtheit, die große Helena Romanski, feiert jeden Abend auf den bekanntesten Bühnen Europas große Triumphe. Nach Mailand, Paris und Wien gibt es in Berlin stehende Ovationen für die Sängerin. Nach einem außerordentlichen Konzert von mehr als 2 Stunden. Zu diesem Zeitpunkt ist Helena Romanski auf dem Höhepunkt ihrer Karriere und die Konzerte dieser Jahre sind unbeschreiblich. Das bezeugt die unvergessliche Interpretation von Rigoletto im Duett mit ihrem berühmten Freund, dem russischen Tenor Frank Malkovich. Dieser hat, wie wir wissen, gerade beschlossen, seine Karriere in den Vereinigten Staaten fortzusetzen. Wir sehen eine kranke und erschöpfte Helena Romanski, die am Vorabend von ihren Fans Abschied nahm. Diese waren zahlreich im Bolschoi-Theater erschienen, um sich von ihrer gefeierten Sängerin ein letztes Mal zu verneigen. Mit Tränen in den Augen bringt die Erneuerin der lyrischen Kunst, deren Namen ohne Zweifel in der Nachwelt vorleben wird, nur ein leises, bewegtes Danke über die Lippen. Oh, das ist noch mehr. Oh. Empfänger unbekannt verzogen. Okay. Liebe Helena, Sie müssen mir, gnädige Frau, diese vertraute Anrede vergeben. So oft und so viel Jahr und über so viele Jahre hinweg habe ich Ihnen nun geschrieben, dass ich heute nicht umhin kann, diesen brieflichen Austausch gemeinsam als Beginn einer gewissen Vertraulichkeit zu erleben. Und wenn meine Briefe ihren rechtmäßigen Empfänger erreicht haben, wage ich zu hoffen, dass sie dieses Gefühl teilen. Zum 112. Male schreibe ich Ihnen also an diese Adresse, in der Hoffnung, dass Sie eines Tages dorthin zurückkehren werden und einen meiner Briefe fortfinden. Vielleicht diesen Brief. Und es gibt so vieles, was ich Ihnen zeigen möchte. Meine Arbeiten schreiten voran. Wie ich Ihnen bereits gesagt habe, war das Schwierigste, die Theorie in die Praxis umzusetzen. Aber nach und nach finde ich zur Lösung der verschiedenen Probleme und verfeinere unzählige Details. Die großen Orgeln sind heute so gut wie fertig. Und ich wünsche mir nichts mehr, als sie Ihnen vorführen zu können. Sie müssen mir glauben, gnädige Frau. Meine Fabrik gleicht heute einer Auster, die auf Sie als ihre Perle wartet. Ein grandioses Ensemble, welches würdig ihres Talentes und ihrer Schönheit. Helena, Sie, der ich mich so nahe fühle, Sie, die mein Handeln und Denken, ja meine gesamte Existenz bestimmen. Sie müssen wissen, dass die Zeit in mir die Gewissheit stärkt, dass ich Sie eines Tages hier in dieser Fabrik, die Ihnen allein gewidmet ist, empfangen darf.
Voller Hoffnung warte ich auf den Tag, an dem Sie meine Einladung annehmen werden. Ihr getreu ergebener Sergei Borodin? Okay. Ich glaube, der ist schon ziemlich besessen, wenn man das mal sagen darf. Haben wir hier noch was zu gucken? Nein. Aber ich glaube, wir haben eine Mutter, die Opernsängerin ist. Vielleicht rufen wir die an. Wäre vielleicht eine Möglichkeit. Handy? Mutti. Hallo, Mama? Kate! Weißt du eigentlich, wie spät es ist? Wie kommst du denn dazu, mich mitten in der Nacht anzurufen? Entschuldige bitte, Mama. Ich hatte die Zeitverschiebung völlig vergessen. Habe ich dich geweckt? Natürlich hast du mich geweckt. Aus meinem ersten Tiefschlaf noch dazu. Du solltest wissen, dass dies der gesündeste ist. Bei dem Tag, den ich hinter mir habe. Entschuldige bitte, aber es ist sehr wichtig und dringend. Ich habe nicht viel Zeit. Hat das nicht bis morgen Zeit? Worum geht es denn? Es steht völlig außer Frage, dass ich Dan für dich anrufe. Was? Mama, hör mir doch bitte einmal zu. Wenn ich mich richtig erinnere, bist du im Moment mit einem gewissen Marovic liiert. Nicht doch. Malkovic, Kätchen. Frank Malkovic. Ja, gut. Er ist doch Opernsänger, nicht wahr? Ganz genau. Eine der größten Stimmen seiner Zeit, so sagt man, mein liebes Kätchen. Na wunderbar. Dann wird er wohl auch die berühmte Opernsängerin Helena Romanski kennen, seine Landsmännin. Du musst ihn unbedingt fragen, ob... Warte mal, Kätchen, bleib dran. Ich brauche ihn nur zu wecken, dann kann er dir das selbst sagen. Ach, dann ist er... Kate, bist du noch dran? Frank hat mir gesagt, dass er diese Romanski sehr gut gekannt hat. Eine große Sopranstimme. Super! Weiß er auch, was aus ihr geworden ist? Singt sie noch? Wo lebt sie? Sekunde, mein Mädchen. Und weißt du, was aus dieser charmanten Sängerin geworden ist? Herr Frank sagt, sie hätte sich aufgrund schwerer gesundheitlicher Probleme zurückgezogen. In einen Kurort. So etwas wie Aralbad. Aber er ist sich nicht sicher. Das liegt 15 Jahre zurück und so aus dem Tiefschlaf. Oh, vielen Dank, Mama. Tausend Dank an Frank. Ihr verdient beide einen dicken Kuss. Bis später. Okay, gut. Dann gehen wir mal da raus. Und gehen wir da mal hoch. Und dann müssen wir gucken, ob wir den Zug flott kriegen, dass wir da hinfahren können oder nicht. Nächstes Telefon. Hallo? Wecke ich dich? Nein. Weißt du, ich kann nicht schlafen. Diese Geschichte lässt mir keine Ruhe. Welche Geschichte denn? Aber Kate, hast du denn unseren ersten großen Streit vergessen? Ich möchte, dass wir darüber reden. Ach, wir waren einfach beide etwas mit den Nerven am Ende. Aber das ist doch längst Vergangenheit. Hm, stimmt. Aufregen führt zu nichts. Du kannst mir glauben, ich habe mich gar nicht wohlgefühlt, als ich aufgelegt hatte. Wirklich? Ja, ich hatte die Tür zu meinem Büro aufgelassen und bin überzeugt, dass es alle gehört haben. Oh. Ach, das tut mir aber leid. Entschuldige mich doch bitte bei deinen Kollegen. Nicht so schlimm, Liebling. Versprich nur, dass du dich nicht mehr so aufregst. Was? Du bist doch sonst so charmant. Ich habe das Gefühl, dass diese Reise dich mehr und mehr von mir entfernt. Es stimmt schon, dass ich hier viel Neues und Unbekanntes erlebe. Ich verstehe. Und immer noch keine Spur von Hans Vorarlberg. Nein. Halt mich auf dem Laufenden. Weißt du, du bist mir sehr wichtig, Liebling. Komm schnell zurück. Ich werde es versuchen, Dan. Okay. Herr Direktor? Wie? Ah, Sie sind es, Fräulein Walker. Herr Direktor, ich glaube zu wissen, wohin Helena Romanski sich zurückgezogen hat. Mein Gott, Sie haben Helena gefunden. Das ist fantastisch.
Meine Recherchen haben ergeben, dass Helena Romanski heute in Aralbad lebt. Aralbad? Helena Romanski ist also in Aralbad? Kennen Sie diese Stadt? Wissen Sie, wo sie liegt? Aber ja, es war früher ein renommierter Kurort. Zu seiner Blütezeit fanden sich in Aralbad die hohen Beamten des Regimes ein. Sich dort aufhalten zu dürfen, war eine Ehre. Aber die Zeiten sind vorbei. Die hohen Persönlichkeiten haben den Ort für immer verlassen. Und das Meer übrigens auch. Es handelt sich anscheinend für den idealen Ort für eine lange Genesung. Madame Romanski wäre hier ebenso gut aufgehoben. Ich denke, sie würde die Ruhe, die Stille, diesen Frieden hier sicher genießen. Upsi. Und warum kommen Sie nicht einfach mit? Sie sind doch die Person, die Helena Romanski am besten überzeugen kann. Leider kann ich seit meinem Unfall mein Büro nur noch unter den größten Schwierigkeiten verlassen und vermeide dies, wo es nur geht. Außerdem bin ich hier als Direktor unabkömmlich. Mhm. Wissen Sie, das alles würde sicherlich sehr viel schneller gehen, wenn ich meinen eigenen Zug nehmen würde, wenn ich also die Hände meines Automaten sofort wiederhaben könnte. Es kommt gar nicht in Frage, dass ich die Hände jetzt von meinem Pianisten wieder abbaue. Verstehen Sie? Ich muss vor dem Eintreffen Helenas unbedingt noch ein paar Einstellungen vornehmen. Und wie komme ich nach Aralbad? Irgendeine Lösung gibt es immer. Ich habe leider kein Fahrzeug, das diesen Namen verdient, aber der alte Trunkenbold da oben wird sicher eins haben. Wer? Sie sind hier also nicht allein. Da oben. Wo ist das? Haben Sie denn nicht die Weltraumbasis da oben auf der Hochebene bemerkt? Nee. Ich glaube, sie wird noch heute von einem dummen, abstoßenden Militärbeamten überwacht. Der lieber Wodkaflaschen als Sterne zählt. Und Sie meinen, dieser Herr würde mir ein Fahrzeug zur Verfügung stellen? Keine Ahnung. Aber wenn er einen guten Tag erwischt hat, warum nicht? Das ist allerdings eher selten. Ich wünsche Ihnen viel Glück. Und wie komme ich zu dieser Weltraumbasis? Es gibt eine Einschienenbahn, die die Verbindung herstellt. Wenn Sie drin sitzen, stelle ich die automatische Steuerung ein. Okay. Gut, ich mache mich jetzt auf. Wünschen Sie mir Glück. Ich verlasse mich auf Sie, Fräulein Walker. Ich halte den immer noch für verrückt. Gut, dann sind wir jetzt hier. Kann ich irgendwo lang? Ah, hier kann ich lang. Ah, das Telefon. Hallo? Kate, bist du es? Wie geht's? Olivia, das trifft sich ja gut. Kennst du eine gewisse Helena Romanski? Aus dem fernen Russland? Nein, eine berühmte Opernsängerin. Stell dir vor, ich habe die Gelegenheit, sie kennenzulernen. Ich muss nur einen Weg finden, nach Aralbad zu kommen. Ist das nicht toll? Finde ich ehrlich gesagt nicht. Was hat diese Frau denn mit der Teufelsgeschichte zu tun? Kate, bist du sicher, dass du keine Dummheiten machst? Ich habe den Eindruck, du hast dich ziemlich verändert. Um es kurz zu sagen, hängt meine Weiterreise von dem Zusammentreffen dieser Diva mit dem Direktor des Industriekomplexes von Komkolzgrad ab. Keine Sorge. Ich weiß, was ich tue. Warum findest du, ich hätte mich verändert? Ich habe nur so das Gefühl, du bist jetzt selbstsicherer, stärker. Möchtest du, dass du mit meinem Verlobten ausgehst? Kleine Nuance, Kate. Ich gehe nicht mit Dan aus. Ich führe ihn aus. Das kann nur in deinem Sinn sein. So passe ich für dich auf ihn auf. Aber ja. Wirklich sehr nett von dir. Aber Kate, bist du etwa eifersüchtig? Aber das zeigt ja nur, dass dir etwas an ihm liegt. Freunde. Trefft ihr euch schon bald wieder? Ah, ja, morgen. Dan hat mich zum Souvenir der Goldberg eingeladen. Du bist doch nicht sauer, Kate. Nein, nein. Ich muss jetzt Schluss machen. Mach's gut. Nachtigall, ich hör dir Trapsen. Thank you.
kann ich hin? Okay. Das funktioniert wohl nicht. Okay, da fehlt was. Da ist ein Luftschiff. Und da sind ganz viele Vögel drumherum. Okay, dann gehen wir mal wieder zurück. Hier noch irgendwo hin. Ich bin heute irgendwie ein bisschen verschleimt. Also da kann ich nicht hin, dann gehen wir da weiterhin. Zumindest bringt mir das da nichts. Nein! Ich wollte nicht raustappen. Mist, verdammter. Muss ich jetzt erstmal den nächsten Punkt suchen? Mal wieder zurückgehen. So. Okay, was haben wir hier denn bitte? Halleluja, was ist das denn? Ja, was ist denn hier passiert? Ich habe einen Schlüssel gefunden. Ich bräuchte einen Schlüssel. Ja, ja, den habe ich. Habe ich gerade gefunden. Jetzt passt es. Sie wieder rausnehmen? Nein. Achso. Schalten wir dich an. Passiert was? Kann ich dich wieder rausnehmen? Nein, kann ich... Ah! Ah, jetzt passiert was. Verfahren abgebrochen. Zentrifuge leer. Okay. Blutprobe erforderlich. Okay. Blutprobe erforderlich. Verfahren abgebrochen. Oh. Was war das? Blutprobenapparat. Okay. Das war's. Auch eine Blutprobe von wem? Dann lass uns mal gucken. Habe ich hier noch was Interessantes? Dann komme ich hier hin.
Nirgends. Gut, dann geht's da hinten lang. Die Richtung kann ich auch nirgends, ne? Geil. Komm mal hier lang rüber. Ist hier noch irgendwo hin? Nein. Gut, dann muss ich doch da lang. Haben wir hier Interessantes? Irgendwas ist da vollgelaufen. Ich weiß nur noch nicht was. Dann gehen wir es mal hier hoch. Guck mal einer an, da ist jemand. Oh, könnte auch mal abwaschen. Hallo, entschuldigen Sie die Störung. Hey, hören Sie mich? Achtung, klar zum Start, Feuer. Großer Gott, da steht doch ein Fräulein auf der Abschlussrampe. Alles in Ordnung, mein Herr, beruhigen Sie sich. Ich bräuchte nur eine Information. Achtung, Mütterchen, wir geben hier keine strategischen Informationen. Auf dieser Basis gelten die militärischen Vorschriften. Verstehst du? Aber ja, natürlich. Hören Sie mir doch bitte einmal zu. Ich muss unbedingt ein Transportmittel finden, um diesen Industriekomplex zu verlassen. Sehr schön. Ich auch. Ich muss auch hier raus aus diesem Rattenloch. Aber vorher, hier, koste mal diesen Wodka. Ein ausgezeichnetes Wässerchen. Können Sie mir ja oder nein ein Fahrzeug leihen? Ich glaube, ich wäre sogar bereit, mit einem Ihrer Raumschiffe zu fliegen. Raumschiff Ahoi! Wir lagen vor Madagaskar. Das muss gefeiert werden. Mal sehen, wo habe ich denn noch gleich meinen ganz besonderen Tropfen? Achtung! Klar zum Start! Feuer! Jetzt reicht es aber. Wie bitte? Was muss ich da hören? Der zivile Frauenchor lehnt sich auf? Oh, trinken wir auf die Machtübernahme durch die Babuschkas der neuen Welt. Gut. Ich muss mich dringend nach Aralbad begeben. Nur zu, Soldat. Ich bleibe hier. Die Reserve bewachen. All diese Flaschen. Verstehen Sie? Da braucht's einen Fachmann. Mhm. Es ist unglaublich, wie viele Vögel hier in den Strukturen nisten. Was können die nur hier alle suchen, Ihrer Meinung nach? Mistvögel. Machen, was sie wollen. Wo sie wollen. Und wie. Und wie schneiden Sie zu den Lügen? Mag sein. Manchmal schicke ich so los, um sie zu verjagen. Ich könnte ihm stundenlang zusehen. Die Vögel haben Angst vor ihm. Aber das Federvieh kommt doch immer wieder zurück. Sojus? Sojus. Sojus ist ein wirklicher König der Lüfte. Ein schwarzer Engel im Kampf gegen diese gefiederte Pest, die das Kosmodrom befallen hat. Okay. Sagt Ihnen zufällig der Name Hans Vorarlberg etwas? Karlsberg. Na, und nein. Ob ich das kenne? Gar nicht so übel. Aber tut mir leid. Die Flaschen sind schon alle leer. Vorarlberg. Das ist ein Mann. Ich suche nach ihm und denke, er könnte vor einiger Zeit mal hier vorbeigekommen sein. Nun gut. In diesem Fall lassen Sie uns auf den guten Mann anstoßen. Okay. Das bringt uns, glaube ich, hier nicht wirklich was. Auf. Dieser Mann ist viel zu betrunken, um mir irgendwie weiterzuhelfen. Ich bin nicht betrunken. Hinüber. Das bin ich. Okay. Ach, guck mal, eine Flasche Wodka.
Geben wir ihm den Rest. Komisch. Ich war mir sicher, dass hier noch ein, zwei Flaschen sind. Ich muss raus. Alles dreht sich. Was mich betrifft, bin ich nicht gerade startklar. Sind Sie sicher, dass mit Ihnen alles in Ordnung ist? Ja, ja. Er sieht ganz gesund aus. Oh ja. Seien Sie vorsichtig. Sie könnten fahr... Zu spät. Okay, dann ist die Frage, gehen wir die nüchtern? Obwohl, wir gehen erstmal rein, solange der hier draußen ist. Lass uns mal gucken, was wir hier finden, außer dem Wodka. Also hier ist nichts erstmal. Da auch nicht. Hier kann ich rüberkommen. Da kann ich nichts gucken. Da kann ich... Da habe ich eine Lupe, da kann ich gucken. Was ist denn das hier? Kosmodrom, Kolstrat. Generaldirektion für Programme und Prototypen. Betrifft Programm XP25. Projekt Vorarlberg hinsichtlich der Test eines federbetriebenen Abschussmechanismus. Genossen, aufgrund der Erkenntnisse, die ich im vergangenen Jahr bei Ihren Besuchen des Kosmodroms gewann... haben die Genossen Inspektoren von der Weltraumkommission der Regierung sich gegen die Fortsetzung des Projektes Vorarlberg Programm XP25 ausgesprochen. Wie ihre Schlussfolgerung. Die Weltraumkommission ist davon überzeugt, dass die Arbeiten von Hans Vorarlberg zu keinem konkreten der militärischen und weltraumtechnischen Interesse unseres Landes fördernden Ereignis führen. Dass dieses Projekt unter zahlreichen Gesichtspunkten einzig dazu führt, uns lächerlich zu machen und dem Ausland ein armseliges Bild unserer nationalen Weltraumindustrie bietet. Dass Hans Vorarlberg im Laufe der Jahre anhand zahlreicher, unfruchtbarer Versuche eindeutig die Grenzen seiner Kompetenzen im Bereich der mechanischen Technik bewiesen hat. Aufgrund dieser Erkenntnisse haben wir den definitiven Abbruch eines Programms verfügt, das heute als absurd erachtet werden kann. Gleichzeitig wird damit jegliche Zusammenarbeit mit dem Genossen Vorarlberg eingestellt. Die vorliegende Entscheidung wurde von der sowjetischen Regierung im Rahmen des Gesetzes vom 15. April über die Einstellung der Tests im Rahmen des Projektes Vorarlberg für einen federbetriebenen Abschussmechanismus Programm XP25 bestätigt. Diese Maßnahme hat die vorläufige Schließung des Kosmodrom Komkolsgrad zur Folge, sowie unter Vorbehalt weiterer Maßnahmen die Entlassung der Testpiloten, die im Rahmen des Projektes Vorarlberg Programm XP25 tätig waren. Komkolsgrad, den 21. April 1979. Okay, deswegen wurde der also gefeuert. Habe ich hier noch was liegen, was ich gebrauchen kann? Ja, ein Schlüssel. Super. Okay. Dann gehen wir es nach draußen. Und guck mal, dass wir den wieder fit kriegen. Was haben wir hier für einen Apparaten? Einen Schlüssel. Ja, wir brauchen einen Schlüssel. Den haben wir aber hier. Einmal rein. So. Was können wir denn machen? Okay. Reicht das schon?
Nee, reicht noch nicht. Dann lass mich mal eben in die Richtung fahren. Und wir machen nochmal nass. Ja. Kaltes Wasser hilft, oder? Sieht so aus. Was ist los? Nur Wasser! Hören Sie sofort damit auf! Wollen Sie mich ertränken? Kaltes Wasser hilft immer. So, sind wir wieder nüchtern genug, um zu reden? Ach so. Muss ich erst dahin? Jetzt können wir mit ihm reden. Ganz ruhig. Alles in Ordnung. Nur ein unangenehmes Erwachen. Mensch, Sie haben sich ja ganz schön volllaufen lassen. Das Gefühl habe ich auch. Es war nicht das erste Mal. Und auch nicht das letzte. Oh, mein Kopf. Reden Sie bitte etwas leiser. Tut mir leid, aber in Anbetracht Ihres Zustands war das die einzige Möglichkeit, Sie wieder zu sich zu bringen. Sehr wirkungsvoll. Sie scheinen mir eine sehr wirksame Person zu sein. Gut. Dann können wir jetzt nochmal. Mein Name ist Kate Walker. Ich bin Anwältin und zurzeit mit einer etwas kniffligen Angelegenheit betraut. Ich erspare Ihnen die Details. Aber ich bin aus unvorhergesehenen Umständen hier gelandet. Nun ja, es ist mir trotzdem eine Ehre, Sie hier in meinem Reich zu empfangen. Oberst Boris Scharow, ausrangierter Testpilot der Roten Armee. Heute allein für die Bewachung des Weltraumkomplexes von Komkolsgrad verantwortlich. Ein ganz erstaunlicher Ort. Schade, dass er nicht mehr genutzt wird. So ist das nun mal. Das Wettrennen ums Weltall steht heute nicht mehr auf der Tagesordnung. Das ist der Lauf der Geschichte. Gut. Besonders viele Fahrzeuge gibt es hier nicht. Als die Entscheidung fiel, das Kosmodrom zu schließen, wurde die nützlichste Ausrüstung beschlagnahmt. Macht nichts. Dann werde ich Ihnen eine andere Lösung finden. Wenn ich Ihnen behilflich sein kann, bitte. Ich suche nach einem Mann, Hans Vorarlberg. Und ich habe Grund zu der Annahme, dass er vor rund 20 Jahren hier vorbeigekommen ist. Hans? Sie wollen wissen, ob ich Hans kenne? Die wunderbarste aller Flugmaschinen dieses Kosmodroms ist sein Werk. Ah, der gute alte Hans. Und selbst wenn ich ihm eine große Enttäuschung zu verdanken habe, würde ich ihn gerne einmal wiedersehen. Wieso? Was ist denn passiert? Hans und sein Sternengleiter. Er hatte einen federbetriebenen Abschussmechanismus entworfen, der seine merkwürdige Rakete in die Stratosphäre schießen sollte. Eine revolutionäre Erfindung. Ich sollte gewissermaßen der Testpilot sein. Doch dann, ein paar Tage vor dem Abschuss, ist Hans gegangen. Weg. Spurlos verschwunden. Und das Testprogramm wurde eingestellt. Er ist fortgegangen, ohne Erklärung, ohne zu sagen, wohin? Sein Traum war es, die Sterne zu erreichen, nicht Bomben abzuschießen. Eines Tages begriff Hans, wozu sein Abschussmechanismus in Wirklichkeit dienen sollte. Wir haben die Generäle das Sagen, verstehen Sie? Hans war zutiefst enttäuscht, als man ihn mit dem Projekt der Installation eines nuklearen Sprengkopfes auf seinem Sternengleiter betraute. Und so ist er gegangen. Wenn alles soweit bereit war, warum haben Sie dann nicht versucht, die Maschine selbst zu bedienen und loszufliegen? Hier hat nie jemand die Maschinen von Hans durchschaut. Es waren Utopien, verstehen Sie? Und Utopien können nur in enger Symbiose mit dem funktionieren, der sie erschaffen hat. Ohne Hans war die Reise ins All unmöglich. Heute reise ich auf meine Art. Ich beginne die Funktionsweise der Erfindungen von Hans Vorarlberg ansatzweise zu verstehen. Wie sah die aus, von der Sie sprechen? Das kann ich Ihnen nicht genau sagen. Ich bin nur ein Soldat, mein Fräulein. Kein Ingenieur. Okay, gut. Danke für Ihre Hilfe. Achso, und gar nicht wahr. Wir wollten Ihnen nochmal den Vogel reden. Es war mir eine Freude, mich mit Ihnen zu unterhalten. Ich glaube, ich werde mich jetzt ein bisschen ausruhen. Nein, wirst du nicht. Hallo. Hallo, mein Herr. Oh, mein Kopf. Mein armer Kopf. Ich brauche Ruhe. Bitte, Ruhe. Vogel. Finden Sie es nicht auch merkwürdig, dass es hier so viele Vögel gibt? Es sind die Metallstrukturen, die Sie anziehen. Und außerdem haben Sie hier Ihre Ruhe. Daher werden Sie auch immer zahlreicher.
Manchmal schicke ich Sojus los, wie in der guten alten Zeit. Sojus? Der letzte Königsadler im Dienst. Die einzige Möglichkeit, dieses verfluchte Federvieh vor dem Raketenabschuss zu verscheuchen. Adler auf sie loslassen, um ihnen Angst zu machen. Sie hätten das sehen sollen. Der gute alte Sojus löst immer noch eine ordentliche Panik aus. Okay. Haben Sie schon einmal von einer Stadt namens Aralbad gehört? Aralbad? Diesen Namen habe ich schon lange nicht mehr gehört. Lange Zeit war dies der bevorzugte Kurort der wichtigsten Personen des Regimes. Genesende Militärs, müde Politiker und alle möglichen Schmarotzer. Für ein paar Tage ließen sie sich dort auf Staatskosten verwöhnen. Ich bin nie in den Genuss dieses Privilegs gekommen. Dabei wäre ich fast selbst ein Held unserer Nation geworden. Und wo liegt dieser Ort genau? Irgendwo weiter östlich. Wo genau, brauchten wir hier nicht zu wissen. Der große Zeppelin war darauf programmiert, die Gäste nach Aralbad zu bringen. Von dieser Basis aus. Okay, Zeppelin? Gut. Ich muss jetzt gehen. Tun Sie das, mein Fräulein. Kann ich von dir mal eine Blutprobe kriegen? Nein? Nicht? Wieso nicht? Auch nicht. Gut. Dann muss ich jetzt mal eben ganz kurz gucken, wie ich hier weiterkomme. Das bringt mich nicht weiter. Das ist ebenso wenig und das genauso wenig. Nein. Okay. Dann gehen wir nochmal in die Richtung. Hier komme ich aber auch nicht weiter, ne? Das funktioniert nicht. Da fehlt wohl ein Teil. Hier geht es nicht weiter. Da komme ich hin. Ich bräuchte einen Schlüssel. Habe ich keinen? Nein? Auch nicht? Och Mann. Auch nicht. Okay, gut. Dann kann ich hier erstmal nichts weitermachen. Ich muss mir mal bei Zeiten neue Kopfhörer besorgen. Mir tun die Kopfhörer an den Augen, an den Ohren weh. Und meine Brille auf der Nasenspitze. So, haben wir jetzt was Neues, über das wir reden können? Komme ich mit dem Schlüssel aber auch nicht weiter. Ich gehe nochmal wieder hoch. Vielleicht liegt da doch noch was.
Den Schlüssel liegt hier aber nicht, ne? Nee. Ganz eindeutig nicht. Okay, ich brauche tatsächlich erstmal eine Blutprobe. Ja. Dann muss ich nochmal wieder raus. Hier ist auch nichts mehr. Kann ich das mit dem nochmal unterhalten? Hallo. Hallo, mein Herr. Glauben Sie, dass der Zeppelin immer noch funktionstüchtig ist? Keine Ahnung. Er wurde schon so lange nicht mehr benutzt. Abgesehen davon weiß ich auch gar nicht, wie er funktioniert. Oh, das ist kein Problem. Er verfügt über einen automatischen Piloten. Sehen Sie ihn sich doch mal an. Hier ist der Schlüssel. Danke. Okay. Dann gehen wir wieder dahin. Haben Sie schon einmal von einer Stadt namens Aralbad gehört? Nee, ja, haben wir schon. Ja, ich weiß. Lange Zeit war dies der bevorzugte Kurort der wichtigsten Personen des Regimes. Genesende Militärs, müde Politiker und alle möglichen Schmarotzer. Für ein paar Tage ließen sie sich dort auf Staatskosten verwöhnen. Ich bin nie in den Genuss dieses Privilegs gekommen. Dabei wäre ich fast selbst ein Held unserer Nation geworden. Und wo liegt dieser Ort genau? Irgendwo weiter östlich. Wo genau, brauchten wir hier nicht zu wissen. Der große Zeppelin war darauf programmiert, die Gäste nach Aralbad zu bringen. Von dieser Basis aus. Okay, gut. Ich muss jetzt gehen. Dann gehen wir noch wieder zurück. So, und wieder in die Richtung. Schlüssel. Das funktioniert wohl nicht. Kann ich hier noch was anderes betätigen? Nicht wirklich. Das funktioniert wohl nicht. Hm. Irgendwo was anderes, was aufleuchtet. Irgendwas, was ich drehen kann oder sowas. Nee. Das ist das Einzige, was ich betätigen kann. Okay, dann gehen wir wieder raus und sprechen nochmal mit ihm. Muss ich hier noch was betätigen? Sieht nicht so aus. Okay. Dann reden wir jetzt nochmal mit ihm. Vergisser, wo ist er hin? Hm? Hier ist er auch nicht. Thank you.
Nein, ich muss erst wieder runter. Ob er da oben irgendwo ist. Nee, hier ist er auch nicht. Da fehlt mir auch noch was. Kann ich mit dem Schraubenzieher weiterhelfen? Nein. Damit? Nein. Wodka? Nein. Dann gehen wir wieder runter. Irgendwo muss er ja hin sein. Ach, da ist er. Ach, da sind Sie ja. Ich habe Sie gesucht. Es ist mir gelungen, den automatischen Piloten zu aktivieren, aber der Zeppelin will nicht abfliegen. Wissen Sie warum? Vielleicht. Ich habe da so eine Idee. Aber... Sie sind doch in Mechanik ziemlich begabt, habe ich recht? Oh, sagen wir mal, ich kenne mich dank meiner Reise jetzt ein bisschen aus. Besonders mit den erstaunlichen Mechanismen von Hans Vorarlberg. Ich möchte Ihnen einen Handel vorschlagen. Seit vielen Jahren lebe ich neben diesem verfluchten Abschussmechanismus. Und in meinem Hinterkopf habe ich immer noch den Wunsch, mir einmal einen Flug damit zu gönnen, bevor mich der Wodka dahin rafft. Aber was die Bedienung betrifft, verstehe ich nicht viel davon. Sie allerdings scheinen sich da auszukennen. Sie helfen mir mit dem Sternengleiter und ich verrate Ihnen das Geheimnis des Zeppelins. Einverstanden? Ja, warum nicht? Ich werde sehen, was ich für Sie tun kann. Okay. Also, was machen Sie denn da? Das dauert ja Ewigkeiten. Hallo? Ich tue mein Bestes, glauben Sie mir. Entschuldigen Sie meine Ungeduld. Sie müssen es verstehen. Ich habe so lange von diesem Moment geträumt. Gut, dann probieren wir es jetzt mal damit. Herr ah, jetzt geht's. Ich bräuchte mal ein paar Tropfen Blut von Ihnen. Wie bitte? Um die Zentrifuge in Gang zu setzen, verlangt die Maschine eine Blutanalyse des Piloten. Um zu den Sternen zu reisen, muss man bei guter Gesundheit sein, verstehen Sie? Ich nehme Ihnen jetzt etwas Blut ab. Es wird nicht wehtun. Ich erfreue mich bester Gesundheit. Aber ein Soldat geizt nicht mit seinem Blut. Bitte. Danke, Herr Oberst. Nichts zu danken. Okay. Dann wollen wir doch mal gucken. Ups. Okay. Kann ich den auf mich anwenden?
Was? Ach so. Alles klar. Ich glaube, ich habe verstanden, wie das funktioniert. Setzen Sie sich. Es geht los. Herr Oberst, alles klar. Wie fühlen Sie sich? Sehr gut. Mir ist etwas schwindelig. Das bin ich gewöhnt. Mhm. Ich bin ein erfahrener Pilot. Ich... So richtig nicht. Sprechen Sie bitte lauter. Ich bin bereit. Drücken Sie auf den Befehl zum Abschuss. Start wurde eingeleitet. Countdown läuft. Herr Oberst, Sie haben etwas vergessen. Das Geheimnis des Zeppelins. Was muss ich tun? Schnell! Zeppelin, eine Lenkbar. Man muss Atem lassen. Okay. Wir haben uns da irgendwas hingeschmissen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Start. Weg ist er. Gute Reise. Dann müssen wir jetzt erstmal gucken, wo er das hingeschmissen hat. Was hat er uns da hingeschmissen? Ich habe irgendwas von Adler gehört. Eine Kurbel. Gut. Das Ding ist so rot wie oben an der Ecke. Wir gucken mal, ob uns das weiterhilft. Ja, ich weiß, es fehlt was. Wir nehmen jetzt die Kurbel, packen die da rein und lassen den Adler raus. Ach, jetzt kann er. Okay. Dann flieg, freier Adler. Das sind die Kuckucke. Okay, freie Fahrt. Das sind die gleichen bunten Viecher, die wir auch in, na, wie hieß die Stadt jetzt noch? In der wir vorher waren. Barockstadt, genau.
In Barockstadt waren die ja auch schon. Dann gehen wir jetzt mal schnell zurück. Gucken wir mal, ob es jetzt funktioniert. Ja, funktioniert. Sorry. Ich finde das ja richtig schön gemacht. Auch wenn es ein sehr altes Spiel ist. Weil man muss bedenken, das ist von, ich glaube, 2002 oder 2003. Das heißt, das ist jetzt auch schon 20 Jahre alt. Wenn ich mich nicht ganz täusche. So, wir sind in der nächsten Stadt. Und wir machen damit jetzt dann auch erstmal wieder Feierabend. Muss morgen noch wieder arbeiten. Spielstand speichern. Neuer Spielstand. So. Weil ich habe morgen nicht frei. Ich habe kein langes Karwochenende, weil ich muss auch am Karsamstag arbeiten. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Und ich denke, wir werden uns Samstagabend nochmal hören, es sei denn, ich bin wirklich so müde, dass ich es nicht mehr schaffe. Dann streame ich Sonntag wieder. Schönen Abend noch und bis zum nächsten Mal. Tschüss.